even get to cross. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen heute nochmal an diesem Abend zu diesem kleinen Special-Video, wie immer zu dem neuen Update von The Forest. So, wir befinden uns jetzt in der Version 0.37 und meine Güte, was hat Endnight Games nicht wieder mal wieder für ein geiles Update rausgebracht? Also viele neue Neuerungen. Morgen kommt eine The Forest-Folge raus, da werde ich ein bisschen labern. Und es tritt jetzt das in Kraft, was ich dort gesagt habe, dass wir noch ein paar Folgen machen werden. Könnt ihr dann morgen gucken, was dort alles gesagt wurde. Und erstmal ganz allgemein, natürlich gab es wieder Bugfixes und Multiplayer-Bugfixes. Aber was es an Audios dazu gekommen ist, meine Güte, ich habe auf der Seite gescrollt und es hat einfach nicht aufgehört. Es hat einfach nicht aufgehört. An Audio-Sachen. Also was genau, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist auf jeden Fall eine Menge, was an Audio dazugekommen ist. So, es gibt ein neues Bild von Timmy, was man finden kann. Aber kommen wir nun wohl zur größten Neuerung, und zwar das ist die Grafik. Es gab Partikelverbesserungen überall im ganzen Spiel. Die besten habe ich mir mal aufgeschrieben, und zwar soll das Blut bei den Kämpfen mit den Kannibalen jetzt ein bisschen besser aussehen und es soll sogar unterschiedliches Blut geben. Bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Das werden wir uns dann alles. Die Folgen kommen dann wahrscheinlich am Wochenende, beziehungsweise die kommen am Wochenende. Und es gibt jetzt neue Feuereffekte beim Standing Fire und auch bei dem Rock Fire Pit heißt das, glaube ich, mit den Steinen drumherum. Das soll jetzt viel besser aussehen. Auch soll irgendwie das Icon aussehen, wenn man was brät und dann das isst. Das soll auch irgendwie überarbeitet sein. Bei Wasserfällen sollen jetzt neue Effekte da sein. Auch Steine, die in der Nähe vom Strand liegen, sollen nass sein, die man aufsammelt dann, die man selber aufsammeln kann. Die sollen dann nass erscheinen. Und der Molotow hat auch neue Feuereffekte. Und es soll auch etwas Flüssigkeit dann austreten, wenn man das wirft. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Es gibt neue Passagiere in Höhle 6. Das sind Anwälte. Also die werden dann höchstwahrscheinlich einen Anzug anhaben. Höhlen haben wir ja noch nicht so wirklich angeguckt. Naja, werden wir vielleicht entdecken. Die Yacht, die an meiner größten Base auch steht, die haben jetzt auch irgendwie was grafisch verändert und das. Ja, die Einrichtung der Yacht, die soll anders aussehen. Also da sollen sie auch was gemacht haben. Vielleicht liegt da jetzt nicht mehr diese verkrüppelte Leiche drin, wer weiß. Ein Speer kann man sich jetzt craften. Das ist auch neu. Das heißt, man muss ihn nicht mehr finden. Mit zwei Sticks kann man den craften. Es gibt einen Crouch-Mode. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob es sich hier um einen neuen Modus von wie diesen Vegan-Mode gibt. Oder diesen Meat-Mode, sondern das kann auch sein, ich hab das nicht ganz verstanden. Das werden wir dann alles sehen. Entweder ist es ein neuer Modus, so wie der Vegan-Mode, oder wir haben noch eine zusätzliche Funktion von sowas wie Schleichmodus oder so. So, dann wurde noch die Rüstungsanzeige verändert, das gucken wir uns dann auch definitiv an. Und das Medizinkabinett hat jetzt ein Brett mehr. Das heißt, nicht nur eins, dass 5 reinpassen, wahrscheinlich passen dann 10 rein. Das ist natürlich schade für die schon gecraftet wurden, also die wir schon gebaut haben, dass da dann nur so wenig reinpassen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so, dass die dann einfach eins mehr haben. Da bin ich schon sehr gespannt auf die nächsten Let's Plays und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder da einschaltet bei einem neuen The Forest Let's Play. Guckt euch einfach mal das Video von morgen an, da sage ich ein bisschen, dass es erstmal mit The Forest nicht weitergeht, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Aber auf jeden Fall, haut rein, habt Spaß mit der neuen Version und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge. Ciao.